Mir geht es ganz viel darum, dass ich das nicht für mich alleine in meinem stillen Kämmerlein mache, sondern dass ich etwas rausgebe und das teilen kann mit den Menschen, die dazuhören. Die Platte heißt ja Not Far From Here. Also Not Far From Here ist für mich so ein Bild von, wir laufen so ganz ruhig weiter. Da hinten ist das Ziel, ach, wir laufen noch ein bisschen, aber ist nicht weit. So, wir kommen da schon hin. Das ist für mich so ein bisschen die Platte. Also wenn man vom Trio zum Quartett erweitert, ist schon so, dass die ganze, der Sound der Band sich verändert, dass die Aufgabenverteilung anders ist. Das heißt jetzt Quartett, auch bewusst, das ist nicht Trio plus Gast. Uli addiert was zum Trio. Jeder Ton, den er spielt, der ist gemeint. Der kommt an, sozusagen, bei mir. Emotional kommt er an. Und das ist was mir wahnsinnig wichtig ist. Wir haben sehr viel gespielt und sehr viel geschaut, was ist der Sound, der uns interessiert? Wo wird's wirklich eine Band? Jeder von uns hat komponiert. Also das ist auch so eine, wir sind so eine Band, wo jeder auch gerne schreibt. Von daher lag es ganz nahe, dass wir das alle was beisteuern. In dem Fall ist es schon so gewesen, dass wir teilweise ganz konkret für die Konstellation geschrieben haben, also auch für die Musiker. Für mich persönlich ist ein roter Faden das Komponieren. Das ist für mich ein ganz wichtiges Ausdrucksmittel, dass ich meine Musik schreiben kann. Mit den Freiheiten, die es dann gibt, die der Jazz eben dann auch bietet, durch die Improvisation oder die immer wieder anders mögliche Interpretation. Aber das Musikschreiben ist, also ohne das wäre es für mich nicht das Gleiche. Es war schon ein Ding für uns, woanders hinzugehen. Wenn man so viele Aufnahmeerfahrungen hat in Oslo, in demselben Studio, mit demselben Toningenieur. Da vor Ort in La Buisson, in Frankreich, in der Nähe von Avignon, war es wahnsinnig schön. Und das ist einfach ein großartiges Studio, was vom Gefühl her wirklich anders ist. Also es hat ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es ist eine ganz warme Atmosphäre. Für mich fühlt es sich wie ein Anfang an. Und da ist noch eine ganze Menge, was wir erzählen können, auch im Quartett.